Im Mai 2013 ist sie vor der polnischen Küste gesunken. In Form einer Ausstellung taucht sie nun wieder auf. Die Georg Büchner. Unter dem Titel Georg Büchner, ein Schiff taucht wieder auf, erzählt das Schiffbau- und Schifffahrtsmuseum Rostock ein Stück Stadtgeschichte. Es haben sehr viele Seeleute auf diesem Schiff ihre Ausbildung erhalten. Rund 14.000 waren dort an Bord. Und das Schiff war sozusagen im Stadthafen dann zuletzt zu sehen und auch zu erleben. Denn es war im Stadthafen ein Hotelschiff und da konnte man an Bord schlafen. Rund 2 Jahre hat es gedauert, die Ausstellung zusammenzustellen und Zeitzeugen zu treffen. Wir haben versucht, möglichst viele Leute mit einzubinden, ehemalige, die auf dem Schiff gefahren sind oder ihre Ausbildung erhalten haben, und haben dadurch natürlich sehr viele Erinnerungsstücke bekommen, die wir hier in der Ausstellung zeigen. Die Zeit als fahrendes und später stationäres Lehr- und Ausbildungsschiff illustrieren unter anderem Interviews auf Videoleinwänden. Auch aus der Zeit als Hotel- und Herbergsschiff sind einige Exponate eingetroffen. Und die Sammlung kann noch erweitert werden. Wir freuen uns über Zuwachs für die Ausstellung und werden versuchen, auch die Dinge, die man uns bringt, mit in die Ausstellung zu integrieren. Die Ausstellung über das Schiff, an das sich so viele gerne erinnern, ist bis zum 15. Januar auf dem Traditionsschiff zu sehen.